Willkommen zurück zur Purple Pill Frage. Mit AMS, den ich schon lange mal featuren wollte, er ist der toxischste RP-Mann, den man sich vorstellen kann. Ein richtiger Hund, würden manche sagen, Vorbild von vielen deutschen Content-Kreatoren. Und sehr, sehr klar in seinen Aussagen. Ich habe seine Cuts auch häufiger benutzt, den hier zum Beispiel. A woman will dump you. Let me tell you something. A woman will dump you because if I date you, I got to commute to work 45 minutes. And if I date this guy, he stay 10 minutes from the job. Okay, he's my new boyfriend because I don't want to commute 45 minutes to work. If I fuck him, I can stay at his crib and I can get to work in 10 minutes. A woman will dump you for that. Just because she's dealing with you, she got to commute. That's hypergamy at its best. Oder den hier. Women are annoying. They know it. Women know that they are pain in the ass. Women know that they are vindictive. Women know that they are petty. Oder den hier. They know we ain't shit. We are cutthroat like a motherfucker. Ja, es wird ganz schnell klar, er ist tiefrot, er macht sich keine Illusionen über Female Nature. Aber zurück zur Purple Pill Frage. Nach einem Video waren da ziemliche Diskussionen in den Kommentaren und deswegen wollte ich anhand dieses Videos das ganze Thema mal ein bisschen aufdröseln. Das fand ich wirklich persönlich auch sehr gut, sind auch viele Aspekte drin, die mir so ein bisschen zum Nachdenken geholfen haben. Der Anfang, die ersten 8 Minuten, die lassen wir mal aus. Da hat er eigentlich nur gesagt, 99,99% werden irgendwann Purple Pill. Gut, würde ich erstmal widersprechen. Er denkt halt sehr an sein Klientel. Klar, er ist Alpha Male Strategies. Er bringt Männern bei, wie man erfolgreicher mit Frauen wird. Und er sieht es so, dass wenn du RP bist, du eigentlich nur Intimität von der Frau willst. Und alles andere ist dir ziemlich egal, weil dir eh klar ist, dass Frauen immer opportunistisch lieben. Also wenn es einem klar ist, dann ist ihm das klar. Aber er definiert es so, dass man irgendwann Purple Pill wird, wenn man genug Bunga hatte. Das ist seine Definition. Eine sehr vernünftige Definition. Und irgendwann mal das Bedürfnis hat nach Substanz. Substanz definiert er nicht. Er sagt bewusst nicht Liebe und Kinder. Das finde ich gut. Zumindest das mit der Liebe, wie gesagt. Er sieht es eher in die Richtung, dass man auch mal Date Night haben will. Oder Companionship. Also ja, eben auch mit einer Frau andere Dinge teilen möchte. Er erwähnt noch die jungen Männer, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, die ihm zugucken, die natürlich total hormongesteuert sind. Keine Frage. Aber irgendwann kommt man halt mal an den Punkt. Er sagt noch, dass man möglichst high value sein soll, natürlich möglichst die Übergaben beste Option, möglichst hoch sein muss, RP-technisch auch völlig logisch, damit man dann sogar einseitig eine offene Beziehung führen kann, denn Frauen teilen sich lieber den Alpha als den treuen Beta zu nehmen, wie wir wissen. Das wäre die Luxusposition, meint aber die meisten werden das nie erreichen bezüglich ihres Status. Natürlich, da ist er zumindest realistisch, ja, wir können nicht alles super sein, ist klar, wenn alles super sind, dann bildet sich ja wieder eine Kaste von Top 10, 20%. Also da ist er wenigstens realistisch und nicht das Game haben, das der Frau auch zu verkaufen oder die Eiseskälte zu sagen, My Way oder Highway, du kannst gerne die Hauptfrau sein. Das wäre natürlich wünschenswert, ist natürlich nicht realistisch. Was wir klassischerweise unter Purple Pill verstehen, ist wahrscheinlich was anderes, woher auch die Kritik kam. Also ein gutes Beispiel wären die Children with Dynamite, also die Kinder mit Dynamit, oder Tomasi, die frühen Pickup-Artists bezeichnet, Neil Strauss, der The Game geschrieben hat, oder Mystery, dessen Mystery-Methode Grundlage ist für alle anderen Pickup-Techniken eigentlich. Und die Jungs hatten halt wahnsinnigen Erfolg mit Frauen, ja, sind mit der Dynamitstange losgerannt, haben auf einmal die interintime Dynamik durchschaut, die RP-Mechaniken genutzt. Damals wusste man natürlich auch noch nicht mehr, muss man sagen. Und haben damit rumexperimentiert, hatten wahnsinnigen Erfolg und sind dann irgendwann in total dysfunktionalen Beziehungen gelandet, die alle gescheitert sind, weil sie die Arbeit im Inneren nicht gemacht haben. Ja, also nur die Werkzeuge, um die Frau zu kriegen, ist sozusagen zu wenig. Und da, denke ich, geht auch die Kritik hin, die ich da gelesen habe. Ja, gibt jungen Männern halt so ein bisschen den Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten, aber wenn du die RP-Grundlage nicht verstanden hast, mentaler Ursprungsort im Inneren, Rule Zero, und die Arbeit an dir selbst nicht machst und Female Nature nicht wirklich verstanden hast, dann wird Purple Pill halt nur dazu, dass du deinen Blaupillen-Traum mit den Werkzeugen der Red Pill realisieren willst und das wird scheitern. Und die Meinung teile ich. Insofern ist die Kritik an Purple Pill durchaus berechtigt, wenn sie auf die Art interpretiert wird. Wenn es auf seine Art interpretiert wird, finde ich das durchaus handelbar. Da ich auch RP in Beziehungen ja hier im Programm habe und darauf werde ich auch nochmal eingehen hier, ist es durchaus möglich, eine Beziehung mit einer Frau zu führen. Ob das Sinn macht, ist sehr individuell. Klar, hängt natürlich davon ab, wie wertvoll du bist und wie weit du in deiner Persönlichkeitsentwicklung bist.
Aber eins ist klar, und so richte ich ja auch meinen Kanal aus, von der Frau ist nichts zu erwarten. Also wenn du glaubst, du kannst deine kindlichen Bedürfnisse, deine Egodystonien oder sonstige Egofunktionen über die Frau regulieren, dann bist du schief gewickelt. Aber dazu später mehr. Wir legen jetzt erstmal los. Er fängt jetzt an mit dieser 6-Punkte-Liste. I got my little rules to let you know if you're ready to go purple pill. Do not go purple pill. For all my guys who sitting on the fence, you got this great girl, and you like, man, should I just go and do this relationship? If all these don't apply to you, no, you're not ready to do a relationship. Not ready to go purple pill. Number one, you sowed all your wild oats. Nummer eins, du hast genug gebungert, das ist anknüpfend natürlich auch an den Anfang, du hast dich ausgelebt. Ja. Da gibt es diese tolle Faustregel, dass man sagt, wenn du nicht mehr mitzählst, dein Notch Count, also die Anzahl vorhergehender Partner, dann bist du an dem gesunden Punkt. Ja. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen. Manche hören nie auf zu zählen, auch bei 200 nicht oder so. Und dann sollte man sich im Umkehrschluss immer mal fragen, ob da bei einem selber nicht was schief läuft. Also wie viel möchte man denn seine Ego-Funktionen, seine narzisstischen in dem Fall, eigentlich über den Erfolg bei Frauen regulieren? Ist schon mal ein ungesundes Zeichen. Also wenn man irgendwann wirklich satt ist, dann sollte man erst in eine langfristige Beziehung gehen. Kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, solange man das Gefühl hat, man verpasst noch was da draußen, man hat sich nicht ausgelebt, wird das sich definitiv bewusst, unbewusst negativ auf die Beziehung niederschlagen. So, ich habe an der Stelle mal den Ton gecheckt und gemerkt, das ist nicht ganz gut hier mit seiner Stimme und meiner Stimme. Jetzt ist es, hoffe ich, richtig eingestellt. Für alle, die schon meckern wollten, machen wir mal weiter. And all the horn you want to do. If you haven't got that, do not go purple pill. Like I said, I'm not talking about the guy that's a woman is sharing. I'm just talking to what's going to pertain to 99% of you guys. That, because most of you guys are not going to be able to do that. Most women, if they going to give you all their sexual attention, they going to demand that you give them all yours, right? All right, it's kind of... Er bezieht sich auf den Anfang. Wie gesagt, das werden nur ganz wenige erreichen, diese einseitige Öffnung der Beziehung. Für 99% von euch ist das unrealistisch. Immerhin ist er da realistisch. Hard to tell a woman she gonna share you and you working her hardest. All right, it's kind of hard to pull that off. If any of you guys are able to pull that off, make a woman share you, and she give you all her sexual attention and you working her hardest, motherfucker, you should start a dating channel. I need to be learning from your ass. Wenn du das schaffst, irgendwo bei Mc's oder irgendwo im Café zu arbeiten und nebenbei noch schaffst, dass du Frauen exklusiv hast, die dich teilen, dann solltest du doch mal einen Dating-Kanal machen und ihm was beibringen. Okay, but basically, guys, I'm all about living stress-free. And when you out ducking and dodging and cheating and shit like that, unless she just openly knows you're dating other women, if you gotta be dealing with women on the side, this is stress, guys. All right, in my lifetime, the reason why I tell you to tell women that you're dating other women comes from experience, guys. So back in the day, er sagt's nochmal aus seiner Erfahrung und sein Notch Count ist, glaube ich, bei 800, wo er aufgehört hat zu zählen. Er ist ja die RP-Dating-Kapazität überhaupt. Ist es einfach wesentlich stressfreier, nicht dieses Spielchen zu spielen. Ich habe selber nie gemacht, aber ich habe Freunde natürlich dabei beobachtet, wie sie diesen Quatsch gemacht haben mit verschiedenen Handys und Timing und Zeiten. Muss nicht sein, eigentlich. Da würde ich ihm zustimmen. Here we go. Kind of do a little flashback. Back in the day, guys, in my 20s, early 20s, I would date women, but they would think that I was the only one dating them. Now, we was not in a relationship, right? They just assumed that I was only dating them. And so it felt like I was cheating if I was dating other girls, even though they were not my girlfriend. Because see, back in the day, guys, when you dated a woman, right, before all this dating rules came in the day, back in the day when a woman dated you and you dated her, y'all had this little grace period before the relationship where it was just presumed that y'all was quote unquote a couple, like headed towards being a couple. So it's like before you get to the couple, you are already a couple. That's how it was back in the day. Now, so a woman does not get me confused with that. I let a woman know I am dating other women because I don't need to stress. So back in the day when I would, you know, have a girl or something like that, and even though she wasn't my girlfriend, she might have thought she was my girlfriend, even though we hadn't had that exclusive talk yet,
Right? Today you gotta have the exclusive talk. Ja, das ist bemerkenswert. So kenne ich es von früher auch noch. Man hat eine Frau kennengelernt, ist in der Kiste gelandet und da war man implizit zusammen. Ja, das ist halt Oldschool Boomer, könnte man jetzt sagen. So kenne ich das noch. Und heute muss man diesen Exclusive Talk dann führen. Ja, was machst du denn eigentlich noch? Ich erinnere mich da an diese Liste bei OkCupid, Pan, Queer, hin und her, rückwärts, Salto, Intim, was weiß ich, Multi, Tri, Somi, was auch immer, was es da heute alles für neumodische Begriffe gibt. Ist witzig, wie sich die Zeiten geändert haben, dass man heute den Exclusive Talk haben muss und dass es eben nicht mehr implizit ist. Kann man jetzt sagen, ich bin ein Fossil, aber naja, die Zeiten haben sich geändert. Back in those days, you know, you went on two dates, that's your girlfriend. Or y'all act like y'all was boyfriend, girlfriend, even though it wasn't discussed. And so then I'll be dealing with other chicks and it felt like, you know, you was cheating, you know, sneaking and dodging and just all that other shit. And so what I've learned is to just make it abundantly clear for stress to let other women know that you're dating other women for stress. I'm not no moral police. I don't give a fuck about all that bullshit. This has Er ist nicht die Moralpolizei, er ist moralisch relativistisch, im besten Sinne RP, mentaler Ursprungsort bei sich. Er hat einfach keinen Bock auf den Stress. Ob du jetzt den großen Betrüger spielen willst, ist ihm letztlich Schnuppe. Das musst du mit deinem Gewissen vereinbaren. So sehe ich es letztlich auch. Für mich wäre es auch nichts. It has nothing to do with morals and ethics and sitting on my soapbox. Man, fuck all that shit. This is about stress. All that ducking and dodging shit, man, brings stress to your life. You don't need it. So if you ain't done whoring, you're not ready to go purple pill. Wenn du nicht fertig bist mit rumhuren, gibt's kein purple pill. Guter Punkt. And that means that when you are at the gym or you are at the mall or you're out with your boys and you see a super hot chick, your first thought is not to go up and get her number. You have lost that want. Maybe you like looking, but you just like, I don't really got no need. See, when ja, auch ein guter Punkt, wo man es an sich selbst feststellen kann. Gucken tut jedermann, aber du hast nicht dieses dringende Bedürfnis, jetzt noch mehr Nummern zu sammeln, noch mehr Bestätigung vielleicht auch, um außen zu sammeln. Du bist erstmal zufrieden und satt und glücklich mit einer monogamen Beziehung. Wenn du den Punkt nicht erreicht hast, ja, wie gesagt, dann ist das nichts für dich. When I had a live-in girlfriend, guys, I no longer had that need. It's amazing. I think back on that time, and I remember when I lived with my girl in my 20s, and in that time, I really didn't have a want for other chicks. Just really didn't. I'm just like, I just didn't have a want for that. And that's how you need to be if you're going to be purple pill. No need to be ducking and dodging and all this other shit. You don't need it, guys. So if you ain't done whoring, you're not ready to go purple pill. Yeah, also zusammenfassend, wenn du nicht fertig bist mit rumhuren, dann keine lila Pille. Number two, your woman views you as an alpha male. Guys. Das ist interessant. Frauen packen Männer ja gerne in zwei Kategorien. Sie hätten gerne das hypergame Ideal, Alpha und Beta in einem, Liebhaber und Versorger in einem. Das manifestiert sich ja auch, dieses duale Bedürfnis in der verdeckten Ovulation, wie wir wissen. Die Weisheit ist eigentlich 70% Alpha, 30% Beta, wenn du jetzt wirklich beides ineinander gut vereinen willst. Aber wie gesagt, Frauen gucken dich an und packen dich in eine der zwei Kategorien. Er selber hat Videos gemacht, wo er sagt, da er nur auf Intimität aus ist, ist ihm das Schnuppe. Also er ist ein ansehnlicher Typ und hat Status und Reichtum. Und wenn er eine Frau trifft und sie ins Bett kriegt, ist ihm das wurscht, als was sie ihn sieht, weil am Ende schmeißt er sie sowieso raus oder packt sie ins Rotationssystem. Das ist ihm egal. Aber wenn es jetzt um eine Beziehung geht, ist es natürlich wichtig, dass sie dich als ihre hypergam beste Option eher auf der Alpha-F-Seite erkennt und nicht als den Zahlsklaven. Und du siehst in ihr mehr, als da ist. If your woman is not affectionate to you and stuff like this right here, you will be in a relationship and still feel lonely. For any of us who have dated women that viewed us as beta males, tell me, am I lying? You can have that woman sitting right there on the couch next to you and it feel like you alone in the house by yourself. Sie sitzt auf der Couch neben dir und es fühlt sich an, als ob du alleine bist. Dann ist sie vielleicht wegen deiner Versorgerseite da, ja. Weil die Versorgerseite immer auch verkürzt gerne als nur Geld dargestellt wird. Es kann ja auch eine emotionale Versorgerseite sein auf irgendeine Art. Dann wäre das sicherlich nicht so. Er spricht hier ein Extrembeispiel an, was aber erwähnenswert ist vielleicht.
You could have a girl in the house with you, and it feels like you might as well be in that motherfucker by yourself. Guys, if you're gonna go purple pill, don't you wanna feel loved? Willst du dich nicht geliebt fühlen? Ketzerische Frage. Jetzt hat er doch das Wort Liebe in den Mund genommen. Aber schön gephrased, also geliebt, gefühlt. Ja, wir wissen ja, wie es mit der opportunistischen Liebe aussieht. Darauf wird er später auch noch eingehen. Das ist ein richtig lustiger Part, den ich mir auch mal cutten werde. Aber zumindest soll das Steak in der Matrix wirklich gut schmecken. Darauf könnte ich mich jetzt hier einigen. You know, if you, when you kiss a woman who views you as a beta male, she kiss you just like this here. I mean, if you blink, you'll miss it. That's it. If you blink your eyes, you'll be like, damn, did we kiss? I mean, when girls view you as an alpha male, it's passionate. They'll put their arms around you. You know, you have to be like, well, okay, all right, settle down. When girls view you as a beta male, it's just like, man, you could be, you literally feel like, okay, I'm in a relationship and I feel lonely than a motherfucker. So who the hell wants to be in a relationship with a woman and you feel lonely? What's the point of that? Ain't the point of that to have some of substance? Ja, da ist die ominöse Substanz. Also dazu später mehr. Wie gesagt, 80% von innen, 20% von außen, Sahnehäubchen. Wenn das die Substanz ist an der Stelle, gut, darauf könnte ich mich dann auch einigen. Y'all guys know what the fuck I'm talking about. Some of you guys got girls right now that it's just, you could just tell. She either passing time, you know, you just something to do right now, or she views you as a beta male. And just, you could tell that passion ain't there from her. Now, we fuck those too, but we ain't finna be in no relationship with those type of cold ass. Da sagt das. Die nimmt er auch mit, wenn es nur um Bunga geht, aber die willst du natürlich nicht in einer Beziehung haben, die dich so behandeln, ja. Women like that. Some women just cold like that in general. They just got a, they heart is a piece of coal. Ihr Herz ist ein Stück Kohle. Er spricht die Narzisstinnen an, würde ich sagen, an der Stelle. And they are not affectionate. They just, they don't, a man is just a means to an end to them. Ein Mann ist nur ein Mittel zum Zweck für sie. Jetzt könnte ich ketzerisch fragen, ist das nicht generell in der Interintimität so? Bloß können es die andere besser verkaufen, aber gut. They really just cold towards every man. So when you don't want to get in relationships with women who are like this, guys. Trust me, I done dated women like that in my past, and that's why I always, y'all guys hear me stress about, make sure you, if you're going to do a relationship, make sure you do a relationship with a woman who views you as an alpha male. All right? Next, guys, the woman is attached to you. If she is not attached to you, then you have no security against her cheating. Yeah, der Punkt ist sehr interessant. Sie muss an dir hängen. Und er wird auch noch gleich sagen, woran man das merkt, damit sie eben treu bleibt. I firmly believe that a woman that is attached to a man would not cheat. So, unless you want to start seeing some inaccuracies in her stories, you know, when a woman is cheating, you can't really catch her. Das ist interessant. Frauen sind wesentlich besser im Betrügen in der Regel, sind sehr viel geschickter, haben ja auch die oberste direktive Ruf, den sie nicht verlieren wollen und sind, wenn sie es tun, natürlich sehr, sehr geschickt in der Regel darin. Viel geschickter als Männer es teilweise sind. Und heute ist es natürlich besonders einfach, hatte ich im Video über Fremdgehen, Handy und so weiter. Catch a woman cheating is when she wants you to catch her cheating. Like when she's so tired of your ass, she start dropping clues. She start leaving the condom wrapper around her. Das finde ich extrem spannend. Das habe ich auch erlebt, das haben vielleicht auch andere erlebt. Der Mann ist ja manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. Wir sind ja eher autistisch, können nicht so gut zwischen den Zeilen lesen, die Frau kommuniziert indirekt. Und das Spannende ist, sie gibt dir dann wirklich Hinweise darauf, dass sie fremdgeht oder fremdgehen wird. Sie ist eigentlich relativ overt, sie ist das ungern, aber sie geht dann sehr, sehr, sehr weit in Richtung overt und gibt dir die Zeichen, guck doch mal. Oder sagt es dir sogar direkt, hatte ich auch und häufiger auch gehört. Und die Männer wollen es immer noch nicht wissen. Die haben sie immer noch mit den Wife-Goggles und auf dem Podest und so. Und was ist doch? Was ist denn? Was ist denn? Und sie ist längst schon ausgecheckt und gibt ihr noch Hinweise. Aber warum gibt sie diese Hinweise? Das Spannende ist, sie will ihren Ruf nicht verlieren. Das heißt, sie möchte, dass du endlich die Trennung aussprichst. Weil wenn sie die Trennung ausspricht, ist sie schuld. Und sie will ja nicht schuld sein unter Verantwortlichkeit. Wir wissen Bescheid. Und dann macht sie es nämlich auf diese Art. Und wenn sie das macht, dann muss die Abneigung dir gegenüber ja schon sehr groß sein. Aber
passiert auch häufig. Sehr interessanter Punkt. She leave her phone unlocked and leave it on the kitchen table and run to the store or some shit. Yeah, you catch her then, she wants your ass to catch her. She tired of your ass. She been dropping hints a long ass time and you ain't caught down yet. Now she getting desperate. She dropping condom wrappers around. She leaving her phone on the table. Sie wird verzweifelt. Für eine Frau ist doch schon verzweifelt, so deutliche Zeichen wie ihre eher indirekte Ausdrucksweise zu präsentieren, wie ich sagte. Unlocked. She's like, God damn, this motherfucker ain't caught a hint yet. I come in here, my hair all wrapped all over my head. This son of a bitch ain't paid attention to shit yet. So unless you want to be, like, damn, that story don't add up. She has to be attached to you. And if you gotta ask, she's not attached. Und wenn du fragen musst, ist sie an mich gebunden, dann ist sie es nicht. But the number one way to know a woman is attached to you guys, if you don't know, if you don't remember nothing else, because I know you guys want 10 ways to know she's attached. I'm not making no goddamn 10 ways to know she's attached. I know that's coming. Don't even ask for it, because it ain't gonna happen. But one, I will tell you the best way, when a woman is attached to you, she would do 100% of the pursuing and won't even, you know, have an issue with it. Dann gibt sie wirklich alles 100%, um dich zu jagen und hat gar kein Problem damit. 100%. Did I say 99? Did it sound like I said 99? Did I say 99.9? 100% and won't even bother you about it. Won't even question you about it. She just accepted as her role, because you're that high value to her that she don't even mind doing it. Ja, sie hat dich als ihre Übergabenbeste Option erkannt und dann investiert sie alles. That's the number one way. If you ain't got a woman that's doing 100% of pursuing, she's not attached. Not attached. Unless you just not letting her do 100% of the pursuing. You know, some of you guys, she would do it. You just want to be a fucking superhero and text her anyway, you fucking cuck. Fucking cuck. Ja, also es gibt in der Beziehung immer 100%, ne? Und wenn du mehr gibst, dann gibt sie automatisch weniger. Und wenn du dann immer noch den Helden spielen willst und in sie investierst, dann fällt dir vielleicht gar nicht auf, wie viel sie in dich investieren würde. Alright. Next. Now, like I said, if she's making an issue about it, you never text me, cause I told you, feed her scraps is fine, right? That still can be an attachment. But usually, from what I've seen, the woman won't even complain about it. Ich glaube, was er hier meint, ist, wenn du zu viel Alpha bist. Ja, Alpha ist das, was sie erregt, was sie nass macht. Beta ist das, was sie zufrieden macht, was die Ängste dämpft, also dass sie morgens bleibt und Frühstück macht. Und wenn du dann 100% auf Distanz gehst und Alpha abweisend bist, dann löst das bei ihr so eine starke Angst aus, dass das ihr auch zu viel wird. Und dann fängt sie natürlich auch an rumzunörgeln. Aber das ist dann nicht deswegen, weil die Anziehung nicht stimmt oder dieses Attachment, was er meint. Next, guys. Confidence in your ability to maintain an attachment. You know, getting an attachment ain't really that hard. Da sagt das, so ein Attachment zu bekommen ist gar nicht so schwer. Ja, warum? Weil die Frau hat zwar ihre 347 Punkte hypergame Wunschliste, die sie vor sich her schleppt, aber sie hat eine Blaupause im Kopf. Und wenn du, sagen wir mal, drei Dinge triffst, nehmen wir mal irgendwas raus, Geld, Intelligenz, blonde Haare, Körpergröße, oder es waren jetzt vier, idealisiert sie den Rest ja weg. Da kommt ja dieser Borderline-Idealisierungsmodus dann, so, dann guckt sie dich an und denkt, du bist das Beste, das Geilste, was ihr passieren kann. Und der Lack blättert natürlich dann, wenn der Chamäleon-Modus nachlässt. Aber da würde ich ihm zustimmen, wenn die Frau dann mal kurz auf grün geschaltet hat, dann ist alles toll, was du machst. Im überhöhten Sinne, auch von der Natur anscheinend so eingerichtet. Because you naturally gonna be on your P's and Q's. But what about a year and a half in? What about that? Can you maintain that sexual energy, that same sexual intensity? Can you maintain that masculine frame? Genau, und was ist aber nach anderthalb Jahren? Kannst du die intime Intensität halten? Kannst du Frame halten? Da wären wir nämlich beim Frame. Da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Ich würde Frame so sehen, dass du innerlich ausgeglichen bist. Ich würde es natürlich psychologisch interpretieren als State Management. Habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du sozusagen dein Innenleben gemeistert hast, dass du stabil bist ohne Ende, dass dein mentaler Ursprungsort eben stark im Inneren liegt oder dass du unerschütterlich bist, die Eiche und so weiter. So würde ich Frame ungefähr einordnen. Ist ja ein sehr breiter Begriff, den jeder ein bisschen anders interpretiert.
Man könnte einfach sagen, sehr stabil bist. Are you going to continuously provide an experience for your woman? Can you do that? Ja, die kontinuierliche Erfahrung, das hat man an anderer Stelle auch. Ja, irgendwann baut die Intimität ab, das Dopamin, was es dafür gibt, und dann muss man es sublimieren durch gemeinsame Lebenserfahrung und andere Erlebnisse, durch eine gemeinsame Zukunft, durch gemeinsame Unternehmungen, Ziele und so weiter. What's your confidence in your ability to do that? Was ist dein Selbstvertrauen darin, das zu können? Ganz entscheidender Punkt, da wären wir nämlich genau bei Red Pill in Beziehungen, da mache ich gleich mal einen Ausflug, aber wir lassen den Punkt erstmal zu Ende machen. Because if you still learning or you're not confident in that, then please do not go purple pill, because you're going to be calling me in 2 years crying that your girl is gone. Da haben wir nämlich genau den Fall. Das ist diese Sache von Purple Pill. Ich habe ein paar Sachen gelernt, gebe die richtigen Signale, kriege die richtigen Ergebnisse, aber im Endeffekt habe ich keine Arbeit an mir selbst gemacht, habe keine Beziehungsfähigkeit eigentlich, bin nicht stabil genug und wundere mich dann, der Trick hat nicht funktioniert. Und bin vielleicht in den Fleischwolf gelaufen, habe sie vielleicht noch geheiratet, noch ein Kind gemacht und dann ist das Gejammer groß. Or email me. So until you 100% know how to build and maintain an attachment, don't do it. Women are like the NFL. They'll cut your ass mid-season. They don't have no loyalty to nobody. Sie haben keine Loyalität zu niemanden. Sie schmeißen dich in der Mitte der Saison raus. Dieses NFL-Beispiel ist wirklich toll. Bill Belichick will cut your ass. You could have played for him for 10 years, made 10 Super Bowls, 10 Super Bowls, 10 Pro Bowls. In that 1 year that you fucking looking like you falling off, he gonna trade your ass. That's how a woman is. So sind Frauen. Du kannst 10 Jahre hintereinander den Super Bowl geholt haben, hast eine schlechte Saison und bist gefeuert. Und das ist eine der brutalen Truthbombs, deren man sich bei langfristigen Beziehungen absolut im Klaren sein muss. Hat er super mit seiner bildbeschreibenden Art, die ich sehr schätze, und seinen coolen Sprüchen wirklich gut rübergebracht. Das war für mich so die beste Stelle eigentlich. Genauso ist es. Female Nature ist cutthroat, da darf man sich nichts vormachen. Und man muss super stabil sein, wenn man das auf lange Sicht realisieren will. Den einzigen Grund, den ich persönlich noch sehen würde, wären wirklich Kinder. Sonst, warum sollte man sich das antun? Na gut, man könnte argumentieren, Persönlichkeitsentwicklung an sich stabil zu werden, ein guter, funktionierender, erwachsener RP-Mann zu werden, ist ja super, innerlich ausgeglichen zu sein, sind ja alles erstrebenswerte Ziele, aber jetzt nicht wegen einer Frau. Wenn man das jetzt wirklich so gezielt macht, kann man auch durchaus zu der MGTOW-Erkenntnis kommen, zu der viele kommen und sagen, das ist mir alles einfach viel zu viel. Solange ich keine Kinder will, warum sollte ich mir den Quatsch antun? Und die ganze Zeit den Unterhalter spielen und Frame halten und nie Schwäche zeigen, die Rüstung nie ausziehen. In der Samurai-Analogie musst du eigentlich verschmelzen mit deiner Rüstung. Ja? Du musst zum Game werden, sonst ist das auf Dauer nicht zu halten. As soon as you start losing that masculine frame, that masculine energy, you off your purpose, you start putting all that attachment shit gonna go right out the fucking window. Und sofort ist das Attachment, die Anhaftung weg. Ja. Ein Fehler, resignative Schwäche gezeigt, ja, Job verloren, wissen wir, okay, kann ein Punkt sein, ein oberflächlicher Punkt, aber hier geht's, glaube ich, mehr um diesen psychologischen Punkt. Rüstung ausgezogen, vorbei. Da lächelt sie dich noch an, oh Schatzi, und ist innerlich schon abgemeldet. Das ist das Hässliche, was man dann, wenn man Purple Pill in dem falschen Sinne interpretiert, ganz schnell schmerzlich bemerken wird. Wie gesagt, hoffentlich nicht dann mit Ring und Kindern. So if you can't maintain that, you get pussy whipped and all the other shit, do not go purple pill until you know you can maintain an attachment, till you have the skill to maintain an attachment. Ja, das erfordert wirklich Skill, so eine Bindung aufrechtzuerhalten. Das erfordert eben auch, wie am Anfang erwähnt, diese ganzen intimen Beziehungen und Affären, damit man Female Nature überhaupt erstmal kennenlernt. Ja, weil ich das Argument gehört habe, ja, gar nicht erst in den Fleischwolf rennen. Nee, da bin ich anderer Meinung. Egal, ob man jetzt am Ende Familie und Kinder haben will, diese Erfahrung, damit muss man einfach selber gemacht haben. Deswegen finde ich es trotzdem richtig, wenn jetzt junge Männer kommen und keine Erfahrung haben und sich eben RP-Werkzeuge nehmen und einfach mal auf Schmerz erfahren wollen, auf die Fresse fliegen wollen, ist das eine wichtige Lebenserfahrung. Das ist mein Standpunkt dazu, das von vornherein zu vermeiden. Da bin ich absolut nicht dafür, weil sonst kapierst du es nicht. Wenn ich dir hier was von Female Nature erzähle und du es nicht mit eigenen Augen gesehen hast, wirst du es nicht glauben. Die Leute finden ja auch immer erst zur RP, wenn sie richtig böse aufs Maul geflogen sind, dann verstehen sie es erst. Das kann ich dir nicht theoretisch erklären. Wie gesagt, hoffentlich nicht mit Ring und Kindern, aber ein, zwei Mal in den Fleischwolf laufen fördert den Charakter, sage ich mal an der Stelle. Aber eben hoffentlich mit offenen Augen. Next, guys, Paranoia. Paranoia, dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal einen kurzen Ausflug. Red Pill in Beziehung, ja, wollte ich mal ein bisschen mit Leben füllen, das Ganze, weil wir jetzt genau dieses Attachment haben und die Kunst, so ein Attachment zu halten. Das wäre jetzt praktisch
die Substanz hinter dem, was er gesagt hat. Und ich in meiner Arbeit möchte euch ja auf jeden Fall auch über die Persönlichkeitsentwicklungsthemen und Bücher daran führen, dass ihr zumindest die Möglichkeit habt, euch selbst zu aktualisieren. Jeder, der was mitnimmt, wunderbar. Ich habe erstmal mit dem Holzhammer angefangen, sage ich mal, mit meiner Methode, das Podest der Frau brutal zu zerschlagen, dass keiner glaubt, er kann irgendwie seine Mami in der Frau finden oder idealistische Liebe oder irgend so ein Blödsinn. Da ist nichts zu holen. Deswegen, das ist ein bisschen holzhammertechnisch. In der Psychologie ist es unheimlich schwer, so ein Bindungsschema zu ändern, weil das liegt dem eigentlich zugrunde. Wenn irgendjemand in der Frau zu viel sucht, dann hat er in sich selbst zu wenig. Und demzufolge will ich das Objekt der Begierde erstmal sehr, sehr weit vom Podest holen, damit man dann hoffentlich eben natürlich erstmal vielleicht wütend ist, hoffentlich konstruktiv und dann anfängt nach innen zu schauen, weil die Liebe, die du da im Außen willst, musst du erstmal in dir selber finden. Das ist natürlich ein schwieriger Weg, kann nicht jeder schaffen, muss man auch ehrlich sein, aber ich gebe zumindest die Möglichkeit, daran zu arbeiten, sich psychologisch zu reflektieren, sich selbst zu aktualisieren, unabhängig von der Frau. Es ist ja trotzdem eine gute Sache. Gucken ja auch zum Glück einige sich die Persönlichkeitsentwicklungs- und Psychologie-Sachen an. Jetzt müsste ich eigentlich die andere Übersicht rausholen. Genau, die Übersicht müsste ich eigentlich rausholen. Ja, weil die meisten, die hier landen werden, ja, haben auf jeden Fall einen Schaden. Davon kann man ausgehen. Ja, der mentale Ursprungsort wäre hier so diese Mittellinie eigentlich in diesem schönen Diagramm. Ja, viele sind heute stark verschoben. Jetzt in die eine Richtung oder in die andere Richtung, Pluspol oder Minuspol. Der Minuspol hat es ein bisschen einfacher, aber letztendlich, was alle gemeinsam haben, je weiter man weg ist von der Mitte, desto mehr möchte man das aus der Frau ziehen. Ja, und wenn die Frau nicht taugt, um was rauszuziehen, dann muss man mal anfangen zu überlegen, wie ziehe ich das aus mir selbst. Dann gibt es den berühmten co-abhängigen Retter, den Captain Saberho, der gerne Bestätigung von der Frau will, ja, oder eben auch den Narzissten, der gerne Bewunderung von der Frau will, der sie vielleicht leichter kriegt, aber im Endeffekt auch ein Getriebener ist und nie glücklich wird dabei. Unabhängig jetzt von Psychopathologien, das ist ja alles nur, die Pfeile sind ja nur diese Ego-Investments, über die ich gerne rede. Ego ist nicht dein Freund. Der erste Schritt in der psychologischen Arbeit ist erstmal zu gucken, im Inneren, wer bin ich überhaupt und wer hat mir das alles eingeredet? Ja, über Kindheitsmodelle, warum so viele Dinge schiefgehen bei uns, habe ich genug geredet. Wie ich schon sagte, nicht alles kann man überwinden, aber zumindest kann man sich dessen schon mal bewusst werden. Und je näher man an dieser Nulllinie ist, da hatte ich auch mal eine schöne Studie in diesem Video mit der Vampirella, je mehr man den mentalen Ursprungsort im Innen hat, desto glücklicher ist man eigentlich und desto zufriedener, also Glück relativ, aber desto zufriedener ist man und desto beziehungsfähiger ist man letztendlich. Ja, es gibt genug Leute da draußen, die ein gutes Elternhaus hatten, die nah an der Nulllinie sind, die vielleicht auch von der Genetik und vom Schicksal geküsst sind und die würden nie auf die RP stoßen, weil es ihnen auch gar nicht so viel Gedanken macht, weil sie funktionieren von Natur aus. Die, die es nicht sind und die, die hier sind, werden höchstwahrscheinlich Verschiebungen haben in die eine oder andere Richtung. Ja, und es gilt sozusagen das negative Introjekt, was dem halt zugrunde liegt, der Pfeil nach unten. Das ist die schwerste Arbeit im Leben, den zu bearbeiten und eben mehr in die Mitte zu kommen und überhaupt erstmal beziehungsfähig zu werden. Das wäre meine Hoffnung. Viele bleiben in der Rage, viele bleiben in der Vermeidung. Aber wenn ein paar am Ende beim gesunden Punkt rauskommen und dann überhaupt erstmal beziehungsfähig sind, das finde ich eigentlich den positiven Ansatz der RP. Und ich denke, da ist das Ganze vielleicht ein bisschen holzhammerartig und ein bisschen radikal, aber vielen Methoden der gängigen Psychologie eigentlich überlegen, würde ich sagen. Nun gut, gehen wir die Punkte nochmal durch. Das ist dann das mit den Hebeln, ja, Aufmerksamkeit, Zuwendung und Treue innerhalb der Beziehung. Die Beziehung muss von ihr nicht als selbstverständlich genommen werden, sondern Wert haben. Ja, die Steigerung des SMVs, das ist ja der Red Pill Grundsatz durch den Male Action Plan. Ja, klar, Looks, Money, Status, man muss optimieren, um eine Überstellung auch darzustellen, gar keine Frage. Niemals schlechtes Verhalten belohnen, aber gutes, damit sich da positive Feedback-Loops bilden in der Interaktion. Sei attraktiv, sei nicht unattraktiv. Das wollte ich mal ein bisschen mit Leben füllen. Da habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken drum gemacht. Also, was ist nicht unattraktiv sein? Da wären es die Leute, die besonders zwanghaft sind, ja, also besonders leistungsgetrieben sind, Job, Karriere, LMS sehr schnell auf die Kette kriegen, leichter haben, weil das ist unattraktives Verhalten, sich gehen zu lassen, ja, nicht diszipliniert zu sein, seinen Scheiß nicht zusammen zu haben, ganz einfach. Ja, das ist dann unattraktives Verhalten. Das werden die meisten hinkriegen, aber attraktiv zu sein wiederum steht ein bisschen im Widerspruch. Da haben es genau diese, glaube ich, nämlich schwer. Attraktiv sein ist nämlich diese Game-Perspektive, dieses über den Dingen stehen, Amused Mastery, über alles zu lachen, diese gesunde Psychopathie, diese gesunde Scheißegalhaltung, Eiche, das ist alles, was attraktiv macht, was eine soziale Überstellung anzeigt. Auch in der Beziehung nie reaktiv zu werden, immer lustig zu kontern, immer ruhig zu bleiben, das macht wahnsinnig attraktiv. Das heißt,
Man hat sozusagen zwei Probleme. Man könnte jetzt im Extremfall ein sehr attraktiver Halotri sein, der nichts auf die Kette kriegt, aber wahnsinnig sozial attraktiv ist. Ja, so der Straßenmusiker oder sowas, den Frauen auch total anziehend finden, aber den dann irgendwann verlassen werden, weil er eben seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt. Und dann gibt es, von denen ich viele im RP-Bereich kenne, die so zwanghaft sind und leistungsorientiert und nie zufrieden sein können, total investiert sind und ihren Wert, natürlich Männer generell, gerne dann doch im Außen definieren, da ist ja auch was dran, aber nie loslassen können, nie locker sein können. Ja, und in der Psychologie sagt man dazu, Zwanghaftigkeit entsteht in der analen Phase, ja, hängt mit der Kontraktion des Schließmuskels zusammen. Also im übertragenen Sinne haben die immer den Arsch zugekniffen, während die anderen vielleicht es zu locker sehen und nur Dünnpfiff produzieren, um jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich zu bleiben. Ja, da eine Mitte zu finden, psychologisch sehr schwierig. Ja, tendenziell sind, glaube ich, mehr von der anderen Fraktion vorhanden. Das gehört aber alles dazu, um ein integrierter, ausgeglichener Mann zu sein. So hat jeder seine Baustellen, würde ich sagen. Ja, die unsichtbaren Verträge. Weiter unten nur mal Mr. Nice Guy. Ich hoffe, nächste Woche oder übernächste Woche startet das. Hab schon das erste Kapitel im Kasten. Das wird dann massiv darum gehen, die falschen Ego-Investments, die Stempelkarte, die berühmte, ja, die Reziprozität, die man von Frauen einfach schlichtweg nicht erwarten kann, kann ich schon mal sagen. Wenn man das ausgeschaltet hat, im Kopf von der Frau Reziprozität zu erwarten, dieses Ego-Investment abstellen kann oder auch an die Welt letztendlich, da hat man schon mal erhebliche Vorteile. Ist ziemlich schwer, haben ziemlich viele, habe ich auch mein Leben lang gehabt. Ja, nur dann bist du eigentlich wirklich frei und bist Outcome Independent, also egal was passiert, mir kann nichts passieren, hast die nötige Lockerheit, bist hoffentlich non-reaktiv. Und das wird sich dann auch in deinem Frame widerspiegeln. Ja, so sieht's aus. Das sind die Baustellen. Lauf nicht auf Eierschalen. Das ist für die Freunde der Co-Abhängigkeit. Ne? Diese ganzen kindlichen Ängste, diese neurotischen Impulse, die wir in When I Say No, I Feel Guilty schon mal angefangen haben zu analysieren und auch weiterhin uns angucken werden. Ja, und das Schlimmste halt, das codependente oder auch narzisstische, bestätigungsabhängige Verhalten muss abgestellt werden. Man darf aus der Frau nicht versuchen, sein Glück zu ziehen. Ja, wozu dann noch eine Frau? Berechtigte Frage. Ja, höchstens als Sahnehäubchen, sagte ich schon. Aber das wäre praktisch die Kunst, die AMS beschreibt, eigentlich beziehungsfähig zu sein. Ja, wie gesagt, kommt nicht jeder hin, ist ein ordentlicher Aufwand, lohnt sich vielleicht an sich selbst zu arbeiten an verschiedenen Stellen. Das ist leider nicht so planmäßig 1, 2, 3 und dann haben wir das alles und dann sind wir aktualisiert. Bei manchen, wie ich schon sagte, kann das ein Leben lang dauern. Manche schaffen es nie, ja, haben wirklich schlimme Kindheiten, was ich auch so zugeschickt bekommen habe. Ja, da wird man immer nur einen Kompromiss eingehen können. Und dann kann man aber auch realistisch sagen, okay, das schaffe ich nicht, also sollte ich mit Beziehungen, glaube ich, mich eher zurückhalten. Und dann finde ich es auch legitim, dass Leute sagen, nö, das ist mir alles too much. Ich mache dann lieber nur ambulante Abfertigung, wenn überhaupt, oder ziehe mich ganz vom Markt zurück. Auch das muss erlaubt sein. Also da will ich niemanden zu seinem Glück zwingen, aber wer es gern probieren mag, der sollte sich zumindest darüber im Klaren sein, was er als Mann dazu an den Tisch bringen muss. Und jetzt machen wir mal weiter. Wir waren bei Paranoia. This gonna come from the cheating aspect. My theory on attachments is just that, a theory. There's no way I can prove to. Ja, also er war der Meinung, dass wenn die Frau attached ist, also wenn du dieses Attachment, diese Anziehung zu dir aufrechterhalten kannst, dass sie zu 100% nicht fremdgehen wird. Sagt er mit seiner ganzen Erfahrung, die wirklich groß ist, also das mag schon sein. You 100%. That there's no woman out there that's attached that ain't out there sucking some other dick. I have no way to prove that. It might be some women out there attached right now sucking dick. It's just been the way that I've seen it when I've dated women who were, you know, attached to somebody else. I'm like, damn, no matter what I do, I can't get this bitch to fuck. That's been my experience with it. But I have no way to prove it. Just like Einstein can't prove his theory of relativity. How the hell are you gonna prove relativity? Relativity. Der Einstein-Vergleich. Ich fasse mal zusammen, was die ganze Paranoia, die RP-Paranoia, die kennt man ja, angeht. Wenn man sich so viel von dem Content ansieht, wie ich es auch tue, hat man irgendwann einfach ein Vertrauensproblem mit Frauen. Das hatte man wahrscheinlich vorher auch schon durch seine Erfahrung. Also ich habe so viel erlebt, ich würde einer Frau, wie gesagt, nicht so weit trauen, wie ich sie werfen kann. Muss ich das an der Stelle? Eigentlich musst du mehr auf deine Fähigkeiten vertrauen, wie vorher gesagt.
Das ist das Entscheidende. Und dann brauchst du eigentlich keine Paranoia haben, wenn du von dir selbst an der Stelle überzeugt bist. Diese Paranoia wird sich definitiv auf deinen Frame auswirken. Es frisst sich durch dein Unterbewusstes. Für mich wäre die immer noch Ausdruck, dass du noch nicht am Ende des Prozesses bist, dass du immer noch Selbstzweifel hast. Ja, ich sagte mal all in. Wenn dann Beziehung, dann all in. Und heißt nicht blind und nicht immer noch mal gucken und die Augen offen halten, aber eben nicht mit diesem nagenden Selbstzweifel. Das hat dann aber auch wirklich viel mit dir selbst zu tun, denke ich an der Stelle. Zum Markt komme ich nochmal am Schluss. Ich betrachte hier sehr viel den Mann selber erstmal. Das, was man wirklich auch verändern kann, darauf soll man sich ja auch konzentrieren. And I have no way to prove my theory that women don't, with attachments don't cheat. So either you believe it or you don't. Either you trust in my experience and what I'm telling you, right? Because I have no facts. So either you really believe that or you don't. If you don't believe that theory, and it's just a theory, then you're going to be paranoid in a relationship with a woman because you know too much about female nature. Ja, wenn man zu viel über female nature weiß, ist eine gewisse Paranoia auch berechtigt. Aber wie ich schon sagte, am Ende des Tages konzentrierst du dich auf das, was du in der Hand hast. Und wenn du das wirklich gemeistert hast, sollte dir das wesentlich weniger ausmachen. I firmly believe, and nobody's going to change my mind, that a woman attached is not finna fuck no other dude. I'm telling you. Not while she's in a relationship with him. She might fuck another dude attached to him after she's broken up with him, trying to get her mind off of him. But that's once y'all broken up. While y'all are in a relationship, I firmly believe a woman would not cheat. But maybe. Er spricht das Monkey Branchen an. Ja, wir haben dann mal kurz Schluss gemacht, wie das Klaus'sche Fenster, 48 Stunden, dann ist der nächste da. Der Rebound oder der Monkey Branch geht dann schnell, aber er geht mal von der Beziehung aus, die nicht auseinandergeht. You don't believe my theory. And if you don't trust my theory, then you should not do it, because you're going to be too fucking paranoid. And if you're going to be paranoid, you're going to lose the attachment, because you're going to show insecurity. Genau, er sagt es auch nochmal, du wirst das Attachment verlieren, wenn du die ganze Zeit mit Paranoia beschäftigt bist, dann ist vielleicht auch dein Heilungsprozess noch nicht durch, wollte ich vielleicht noch sagen, aufgrund des Traumas voriger Beziehungen, das ist dann vielleicht auch nicht gut, das dann nochmal zu probieren, auf Teufel komm raus, und es ist ein Zeichen der Unsicherheit letztendlich. Ja, du glaubst ja, du bist nicht gut genug, das musst du dann schon glauben und vielleicht auch durch deine Taten und deine Entwicklung untermauern, und dann sollte sich die Paranoia doch deutlich zurückfahren. Meistens auch daran zu bemerken, dass man dann mit dem RP-Content durch ist. Dann hat man wirklich alles gesehen, gefressen, implementiert. Man kennt alle Risiken und dann kommt man mal ins Handeln und ist nicht in der Analyseparalyse. So either way, so either you're gonna trust the woman or you're not. If you're gonna be paranoid, you're gonna lose the attachment anyway, so it don't even fucking matter. And last, guys, the woman is a 10 in your eyes. And I say in your eyes. I'm not worried about what Billy Bob down here think. You know, I always, when I do those reaction videos on my Patreon, you motherfuckers, when I say this woman is a 7, that woman is an 8, there's always some motherfucker come behind me and tell me what's a 2 and a 3. Motherfuck you. Tell me what the hell a 7-8 to me. Es kommt immer einer um die Ecke, der sagt, das ist doch keine 7, hör auf, das ist eine 2. Er sagt, hau ab in meinen Augen, verdammt nochmal, lass mich in Ruhe. Ja, Männer haben unterschiedliche Geschmäcker, also nicht alles ist automatisch eine 10 im Auge des Betrachters, ist Schönheit immer noch mal ein bisschen individuell, auch wenn es universelle Marker gibt, ohne Frage. How the hell you gonna tell me what? Get my dick hard, motherfucker. I'm lost your goddamn mind. That's a 2. Motherfucker, you a 2. But the woman has to be a 10 in your eyes, because guys, understand this. When you date a woman, every woman over time, even if she keeps herself up, maintain her weight and everything, is going to lose 2 points just from you being familiar with her over a long period of time. So if she's a 10 now, in 2.5 years, she's going to be an 8. Sehr interessanter Punkt. Und hier geht es gar nicht darum, dass sie alt hat oder um die Wall oder irgendwas, sondern einfach um die Abnutzung. Also wenn sie keine 10 in deinen Augen ist und dann 2 Punkte sinkt, dann sinkt auch deine Libido irgendwann. Also wenn du niedrig ansetzt, dann ist es auch schneller für dich vorbei, auch wenn Männer ja einen dauerhaften Trieb haben und einen Abbau haben. Aber es ist klar, was er meint. Dazu muss man aber auch erstmal in der Luxusposition sein, eine 10 in deinen Augen dir raussuchen zu können. Aber gut. Von seiner RP-Seite optimieren und so weiter, Spitze der Kompetenz-Dominanz-Hierarchie werden, geht er halt mal davon aus. So if you want to maintain a healthy sex life,
You need to make sure that she's at least a 9 or a 10, bare minimum, because in 2 or 3 years, if y'all still in a relationship, now she's a 7 or an 8. Now, that's still fuckable, but imagine if you had a started with a woman that was an 8, and now you done got familiar with, now she's a 6, and now y'all don't got no sex life. So while I'm a firm believer that, you know, in adjustable 7s and adjustable 8, shout out Ron Wills, I'm a firm believer in that type of stuff, that you can take a woman, you know, put some lipstick on them, and she could, you know, go up to a 9 or 10 with a personality and being feminine and shit like that. That's cool and dandy. But for a relationship, that does not work. Also ungeschminkt. Rohzustand 10. Also, nun gut. Viel Spaß beim Suchen und Finden. Ja, und damit komme ich doch nochmal vor am Ende schon zu dem Punkt. Ja, warum ist der Punkt, sich eine gute Frau aussuchen, am Ende bei mir? Weil ich auch verhindern will, dass Leute eigentlich immer den mentalen Ursprungsort immer noch im Außen haben. Ja, und gerne die Arbeit an sich selbst und die bitteren Einsichten vermeiden wollen. Ja, die Kinder mit Dynamit sich dann ein paar Pickup-Tricks holen, Female Nature nicht verstanden haben, die RP im Grunde nicht verstanden haben, ihre psychischen Probleme nicht bearbeitet haben, dann aber mit einer Red Flag-Liste rumlaufen, wie mit so einem Notizblock. Ja, hat Red Flag 1, 2, 3, nee, hat keine, okay, ja, okay, die nehme ich. Schön, schön, aber der Hauptpunkt bist du. Die Red Flags sind wichtig, will ich nicht kleinreden. Und heute laufen viele Frauen mit vielen Red Flags rum. Der Markt ist so schlecht wie noch nie, gerade für Beziehungen. Habe ich eine Menge Videos drüber gemacht, muss ich im Detail nicht erklären, wie ich das einschätze und wie das in Zukunft so sein wird. Aber das ist für mich der falsche Fokus an der Stelle. Wenn du ein souveräner, integrierter Mann bist mit all diesen Dingen, die hier besprochen wurden, dann siehst du die Red Flags sowieso schon und hast genug Erfahrung, dass du sie vermeidest, weil du sie schon kennst. Und gerät's nicht in diesen Modus. Ja. Meine zwei Cents zu dieser ganzen Red Flags-Geschichte im Außen. Dein Glück suchen. Ja, da ist hier die Heilige aus dem Bergdorf in Anatolien. Die hat noch nie einen gesehen und die hat kein Handy benutzt. Und dann hat sie diese und diese Flaggen nicht. Ja, da ist sie die Traumfrau. Ja, Abteilung Qualitätsfrau und so. Das geht mir alles zu sehr in diese Richtung. MH-Komplex und so weiter. Auch wenn es ein wichtiges Thema ist. Wir dürfen den Markt nicht totschweigen. Und wir dürfen vor allen Dingen auch nicht totschweigen an der Stelle, dass viele Männer einfach diesen Top 10-20% Bereich nicht erreichen. Wenn genetisch nicht, finanziell nicht, vom Status nicht. Und die haben auch eine Berechtigung, bei mir gehört zu werden. Das untere Drittel ist sowieso raus. Die sollten sich auf Beziehungen sowieso nicht einlassen, weil da sind ja höchstwahrscheinlich genau auch diese berühmten Ego-Dystonien vorhanden. Die sollten es bitte lassen und erstmal an sich arbeiten. Im Mittelbereich würde ich sagen, muss man die Risiken kennen und abwägen. Okay, aber da hat man Chancen immerhin, auch wenn die schlechter werden. Und wenn du im Spitzenbereich bist, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Ja? Wenn du ein Top 10-20% Mann bist, alles stimmt, warum sollst du nicht Familie und Beziehung hinkriegen? Dann hast du vielleicht andere Probleme. Du musst darauf achten, dass die Frauen vielleicht keine Goldgräberinnen sind oder sowas. Ja, Luxusprobleme sozusagen. Aber immerhin hast du dann eine Auswahl und die Möglichkeit, wie er sagt, dir deine 10 zu finden in deinen Augen und ja, dann auch das Attachment zu halten, dann wird alles sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ja, da musst du eher ein guter Selektor sein. Da wird es dann sehr interessant, auf die roten Flaggen zu gucken, ja, als untenrum. Ja, gut, hören wir uns das Ende noch an. Because she's a 7 or 8 now, she's gonna be adjustable, right? An adjustable 5 in about 2 or 3 years. So you need to make sure that the woman you decide to get in a relationship is high. If she's an 8, she's not good enough. Now, that's good enough to fuck. That's not good enough to go purple pill with. She has to be a 9 or a 10, preferably a 10, because her sexual market value is going to lose some points to you once you done fucked her a couple times, a few times. Once you done fucked her about 50 or 100 times, she's going to start not to look as good. But you still going to have to maintain that sex life. And if she is an 8 and now 2 years later she's a 6, what's going to end up happening is you're going to be in one of these sexless relationships. Na gut. Da muss ich doch noch was zu sagen. Es stimmt natürlich, klar, dass deine Libido von der Attraktivität der Frau abhängt und auch, dass sie das Mindset hat, ihre Attraktivität natürlich auch zu erhalten. Das hängt aber alles sehr viel von dir ab, weil sie dich spiegelt. Da wären wir wieder. Wenn sie in dir ihre beste Option erkennt, wird sie sich die Mühe auch geben, auf sich Acht zu geben und dir eben gerecht zu werden. Dann wird das schon funktionieren. Also hängt es doch irgendwie wieder an dir, aber möglichst hoch natürlich zu greifen, ist richtig. Meistens, wenn es dann eben schief geht, geht aber die Scheidung zu 80% von ihr aus. Meistens ist das tote Schlafzimmer von ihr ausgehend, nicht vom Mann an der Stelle. Aber andersrum geht natürlich auch.
Gerade wenn man als Mann vielleicht so viel gesehen hat und auch hohe Ansprüche hat, man muss ja immer jetzt aus seiner Perspektive denken, wenn du 800 Frauen hattest und alles durch hast, deine Dopaminrezeptoren auch schon ganz schön durch sind, dann ist die Überlegung, die er trifft, aus seiner Sicht legitim. Aber gut, für wie viele spielt das eine Rolle? Manche sind froh, überhaupt eine Frau zu finden, die überhaupt in Frage kommt. So to prevent that guy, guys, make sure she's a hot ass, preferably 10 at the beginning. If not that, don't do it. To you. She's a 10 to you. All right, guys, so this is what I think you should do. All of us are pretty much gonna go purple pill one day. All of us are gonna want something with some substance one day. I am telling you that right fucking now. You can believe what you want. Everybody's gonna want some substance one day. You're gonna get tired of going to the club. Ja, jetzt richtet sich das natürlich wieder an die jungen Männer, also die älteren, erfahrenen MGTOW-Männer werden vielleicht an der Stelle sagen, nee, man kann auch alleine glücklich sein. Und das sollte eigentlich das Erste sein, in meiner Sicht, erstmal alleine völlig autark, glücklich, zufrieden sein, alle inneren Baustellen aufgeräumt und dann kann man ja gucken, ob nochmal was dazukommt. Den Punkt, den ich zum Schluss noch vergessen habe, ist innerhalb der RP dieses Lagerdenken. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang erwähnt habe, das Video war lang. Wir haben hier keinen Kult, wir haben hier keine Ideologie. Ja, also nach dem Motto, der ist Purple Pill, das ist Verräter, das ist ja fast wie in der Kirche oder so mit Katholiken und Orthodoxen und Protestanten oder so. Also so ein Blödsinn. Die RP ist einfach mal ein Werkzeugkasten. Hier geht es darum, dass Männer untereinander Konzepte abgleichen, sich verbessern, die Intersexualität besser verstehen. Und wenn jemand gerne Beziehungen machen will, dann soll er das tun. Und wenn er sich Purple Pill nennen will, soll er das tun. Das ist sein Bier. So, das hat hier nichts zu tun mit Stammeszugehörigkeit oder sowas und mit Ideologie. Das möchte ich am Ende nochmal festhalten. Jedenfalls nicht für mich in meiner Interpretation. Gut, ich denke, damit ist das Thema ausreichend beleuchtet. Meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.